Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, für dieses schlicht schwarze Shirt 250 Euro, finden Sie das viel? Na, selbstverständlich. Der ist noch nicht mehr 15 oder was. Nein. Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuschauer. Wie ihr bereits erkannt habt, befinden wir uns mal wieder in der Innenstadt. An meiner Seite der übliche Verdächtige, Elo. Herzlich willkommen, Leute. Wir befinden uns heute nicht in Bielefeld, wie es üblich war bei den letzten beiden Videos, sondern in Gütersloh, in unserer wunderbaren Heimatstadt. Genannt auch G-Town. Ja, für die Schwerverbrecher auch G-Town genannt in dem Fall. Wir haben uns heute eine wunderbare Sache überlegt. Und zwar haben wir, wie ihr bereits erkannt habt, zwei T-Shirts hängen. Diese beiden T-Shirts befinden sich in unterschiedlichen Preiskategorien. Wir haben hier einmal ein H&M-Shirt für 30 Euro von Elo und einmal mein schwarzes Jill Sander-Shirt für 250 Euro. Und wollten uns da einfach mal bei Leuten schlau machen, was sie denn von so teuren T-Shirt-Preisen halten und welches T-Shirt sie glauben, das günstige und welches das teure ist. Habe ich doch richtig erklärt, oder nicht? Ja, alles passt. Wir legen los. Nee, noch nicht. Wir müssen erst noch rechtfertigen, warum wir immer noch das gleiche Rotzmikrofon haben. Ja, willst du das sagen? Ist eine lange Geschichte. Ich würde mal sagen, wir haben für 140 Euro ein Rode Interview-Mikrofon gekauft, was uns nicht wirklich gefallen hat für unsere Zwecke. Das haben wir dann bestellt gehabt, hat 2 Wochen gedauert. Wir haben leider dann gemerkt, dass es nicht das Richtige ist. Jetzt haben wir Neues bestellt, haben das zurückgegeben, mussten auf das Alte zurückgreifen. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Ich glaube, nächste Woche sollte auf alle Fälle mit einem guten Mikrofon ein Video kommen, aber lasst euch da überraschen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Video an. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktion der Leute, die wir befragen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, das wär's. Wir legen los. Wir legen los. Was natürlich in dem Fall noch zu erwähnen ist, wir sind natürlich nicht von vorgestern, wir haben die Tags, also bei dem H&M-Shirt und bei dem Jill Sander-Shirt haben wir jeweils die Tags abgeklebt, damit die Marke nicht die Leute beeinflusst bei ihrer Aussage. Das ist natürlich noch von vornherein zu sagen, dass es jetzt hier rein um die Optik, ums Material, ums Fühlen geht. Das sollte auf jeden Fall vorher noch zu sagen sein. Erst einmal die bürokratischen Sachen. Wie heißen Sie? Martina. Carlos. Ich heiße Julia. Ich bin Mira. Jean-Paul. Jean-Paul. Franzose? Holländer. Holländer. Richtig. Wohnwagen? Kamp. Und wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? 49. Ich bin 20. 19. 21. Unsere Frage an euch. Wir haben hier zwei T-Shirts hängen und eins ist etwas günstiger und eins ist sehr, sehr teuer. Unsere Frage an euch, welches glaubt ihr, ihr dürft auch das Shirt gerne anfassen, welches glaubt ihr ist denn das teure und welches ist das günstige und warum? Ja, das ist tricky. Ja, ist es. Persönlich hätte ich das eigentlich gekauft. Das Recht hättest du gekauft? Ja. Ist eher so dein Stil? Ja. Aus Velour, oder? Ja, ist so velourartiger Stoff, genau. Ich bin einverstanden. Ich finde, die sind beiden billig aus. Also ich würde sagen, das ist das günstige, weil das ist irgendwie viel dünner. Und fühlt sich so leicht an, weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist irgendwie so viel robuster. Fühlt sich hochwertiger an. Also der rechte Stoff, das rechte T-Shirt ist teurer als das linke. Ja. Damit liegst du leider falsch, mein Freund. Ich glaube, der ist teurer. Wieso? Das ist so fein, ne? Deswegen. Der Stoff ist feiner als der andere? Ja. Kann sein, das ist schöner geschnitten und teuer. Würde ich jetzt sagen, also weil links, das sieht so ein bisschen abgeranzt aus. Also links teuer, ja. Rechts günstig. Ja. Ich glaube, das ist das hochwertigere. Damit liegen Sie richtig. Links ist hochwertig, rechts günstig. Rechts von H&M für 30 Euro. Mhm. Links ist von Jill Sander für 250 Euro. Nett. Mhm. Netter Preis. Netter Preis, ja. Würden Sie so viel Geld für ein schwarzes, schlichtes T-Shirt ausgeben? Ich würde es mir selber nähen. Ach, Sie sind Schneiderin? Ja. Ja, das trifft sich ja sehr gut. Ich würde wahrscheinlich für das hier mehr Geld ausgeben als für das. Also sagen Sie doch jetzt andersrum, das linke ist teurer, das rechte ist günstig? Ja. Damit liegen Sie auch richtig. Okay. Wenn ich Ihnen jetzt sage, das rechte 30 Euro und das linke 250. Oi, okay. Ist das ein Preis für ein T-Shirt, wo Sie sagen, das ist schon nicht mehr so gesund? Nein, geht nicht. Geht nicht? Nee. Wo ist es gemacht? In welchem Land? Italien ist von Jill Sander. Kennen Sie? Jill Sander, ja klar. Deutsche Designerin aus Hamburg. Ich würde sagen, dass das etwas teurer ist. Okay, also sagst du, rechts ist teuer, links ist günstig. Richtig, ja. Was sagst du? Ich finde das sehr schwierig und eigentlich stehe ich voll dazwischen, aber ich sag jetzt das war mein erster Gedanke. Also links ist teuer, rechts ist günstig bei dir, also genau andersrum. Ja, dann würde ich sagen, dass du recht hast, links ist teuer, rechts ist günstig. Wir haben hier rechts ein H&M-Shirt für 30 Euro und links ein Jill Sander-Shirt für 250 Euro. Ist das ein stattlicher und auch nachvollziehbarer Preis für ein schlicht schwarzes T-Shirt? Nein. Würdest du sowas auf jeden Fall nicht für so ein T-Shirt bezahlen? Nein, man kriegt bei H&M auch sowas. Haltet ihr das für verrückt, für ein schwarzes Shirt so viel Geld auszugeben?
Verrückt? Ja. Also für diese schon. Ja. Wenn ich dir sage, das rechte kostet 30 Euro, würdest du sagen, würdest du auch bezahlen für das rechte Shirt? Ja, ich würde beide eigentlich kaufen, aber ich glaube, dass der... Das linke kostet 250 Euro. Der hier? Ja. Okay. Würdest du für ein schwarzes Shirt so viel Geld ausgeben? Nein, niemals. Nein. Niemals? Nein, niemals. Wenn man Bock drauf hat, warum nicht, ne? Ansonsten, was halten Sie von dem T-Shirt, wenn Sie so fachlich kompetent sind? Da können Sie ja bestimmt eine Meinung zu abgeben. Nichts Besonderes, fehlt ein bisschen was dran. Was fehlt Ihnen daran? Ja, Applikationen oder netteren Ausschnitt, irgend bisschen mehr Form. Ein bisschen Besonderheit, meinen Sie? 250 Euro für ein schwarzes T-Shirt, angemessen oder vollkommen wahnsinnig? Vollkommen wahnsinnig eigentlich. Das sehe ich auch so, aber wer das Geld hat und da nicht so drauf achten muss, kann sich das natürlich durchaus gönnen. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, für dieses schlicht schwarze Shirt 250 Euro, finden Sie das viel? Na, selbstverständlich. Der ist nur lieber 15 oder was. Nein. Ja. Auch wenn er von Ilsander ist. In der Produktion kostet es wahrscheinlich 10, 20 Euro. Genau, die Leute arbeiten, wer wenig, das ist unverschämt. Würden Sie für ein T-Shirt jetzt vielleicht nicht, aber würden Sie mal ein bisschen mehr in die Tasche greifen für andere Kleidungsstücke, Jacken, Schuhe oder sowas? Ja. Haben Sie was sehr Teures, Unanständiges zu Hause, was das betrifft? Ja. Was denn? Schuhe, Handtaschen. In welchem Preissegment bewegen wir uns da? Mäntel, Schuhe, ja, 700, 800 Euro. Ja, ist auch eine stattliche Summe, aber da sagen Sie auch, das ist mir wert. Es war ein Spontankauf. Ich würde es heute nicht mehr machen, weil die Schuhe stehen nur rum. Okay, das ist natürlich dann nicht so gut, aber Sie geben aber auch gerne... Im Moment war es mir wert. Also ich achte schon auf Qualität und wenn das dann teurer ist, dann zahle ich mal ein bisschen mehr Geld dafür. Hast du teure Kleidungsstücke, also wo du sagst, ey, das ist so mein teuerstes Kleidungsstück, wo bewegen wir uns, in welchem Preissegment? Für Schuhe zum Beispiel habe ich die sind jetzt ein bisschen dreckig, aber für die habe ich 160 Euro ausgegeben. Okay. Aber mehr würde ich auch nicht für Schuhe ausgeben, so zum Beispiel. Also 160 ist schon so die Schmerzgrenze. Ja, schon. Ich finde, wenn man einen bestimmten Gedanke oder die Kunst davon einsieht, finde ich es auch was wert. Kann man ja auch ruhig was bezahlen daarvoor. Aber ich muss es sehen oder ich muss es spüren an dem Material oder sowas. Sehr gute Einstellung, sehe ich genauso. Ja. Was denn? Ja. Ein paar Sachen von Stone Island habe ich oder von Heron Preston auch. Ja. Ja, war schon ganz. Was hast du von Heron Preston? Das Oberteil hier. Ja. Heron Preston. Wie teuer? Über Preise, aber. Was denkst du denn? Boah, das Ding ist, Stone Island kann ich noch einschätzen, aber Heron Preston ist so. Boah. Ich glaube, ein Pullover, es ist jetzt so ein Rollkragenansatz. Ich würde vielleicht sagen, irgendwas zwischen 300 bis 400. Weniger ein bisschen, 205. Ah, sind die gar nicht so teuer? Genau wie bei Uhren, ob ich Tommy Hilfiger trage oder ob ich von Rolex, das zeigt der gleiche Uhrzeit. Sehr gute Aussage, ist Fakt. Ich achte darauf, auch mein Geld zusammenzuhalten und zwischendurch gönne ich mir natürlich mal was. Aber das ist jetzt nicht in so Tausenderbereichen oder so. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ey, ich kaufe mir jetzt am Anfang des Monats eine Tasche von Louis, aber lebe dann den restlichen Monat von Yum Yum. Nein, das ist ja auch nicht mein Geschmack. Okay, also noch alles in humanen Gefilden. Ja. Ja, alles klar. Fall. Dann danke, dass du mitgemacht hast. Nicht dafür, ne? Dankeschön, ciao. So, verehrte Zuschauer, im Glanze dieser wunderbaren Weihnachtsbeleuchtung moderieren wir jetzt dieses Video ab. Hast du ein Fazit auf den Lippen, was du uns direkt mitteilen kannst? War unterschiedlich, ne? Die Meinungen über die Shirts. War interessant zu sehen. Ich hätte eher erwartet, dass die Leute auf dein Shirt tippen, halt wegen dem Stoff. Ist ein bisschen feiner. Für mich persönlich, ich selber hätte auch auf dein Shirt getippt. Aber war interessant auch zu sehen, dass die Leute auch direkt bei Velour gedacht haben, hochwertig. Ja. Das war ja der Clou, deswegen haben wir das ja ausgesucht. So ein bisschen dickerer Stoff gegen dünnerer Stoff. Dick wirkt halt für viele meistens immer so hochwertiger, was aber nicht der Fall ist. Das war auf jeden Fall gut zu sehen. Sonst noch was? Nee. Ansonsten würde ich halt sagen, dass ich glaube, alle von dem Preis ein bisschen erschüttert waren und abgeneigt waren. Also keiner hat jetzt gesagt, yo, geht für mich vollkommen klar, habe ich auch 10 Paar von mit im Kleiderschrank. Deswegen, das ist auf jeden Fall nochmal zu vermerken, dass 250 Euro, denke ich, für ein schwarzes, schlichtes T-Shirt rein menschlich gesehen natürlich auch eine Stange Geld sind. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, bewertet das Video gerne positiv, damit würdet ihr uns extremst unterstützen. Ansonsten werden wir diese Umfragen, denke ich, noch mit anderen Kleidungsstücken machen. Jacken,
Schuhe vielleicht. Mal schauen, was da so alles für in Frage kommt. Und ich überlasse dir die letzten Worte, Elo. Wie Mo schon gesagt hatte, könntet ihr uns gerne mit dem Like unterstützen. Das erhöht die Reichweite. Und demnächst steht auch wieder eine Outfit-Challenge an. Und seid gespannt, wer gewinnen wird. Ich denke, diesmal werde ich gewinnen, weil letztes Mal habe ich dich extra gewinnen lassen natürlich. Als Gast auf diesem Kanal wäre unhöflich, wenn ich jetzt das direkt für mich entscheiden würde. Na klar. Ansonsten natürlich noch nebenbei zu erwähnen, Sonntag, Instagram-Bild auf meinem Instagram-Profil. Elos Instagram in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Ansonsten bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, lasst ein Abo da und lasst ein Like dafür da, wenn die beiden euch unterhalten haben. Und ja, es wäre richtig korrekt, wenn ihr ein Abo da lassen würdet und einen Kommentar, einen guten Kommentar halt. Ja, das war gut. Ja, weißt du, was richtig gut ist? Kleine Kinder vorschicken und im Abos betteln. Danke. Okay.